So angeln sich Narzissten ihren Jackpot-Partner beim ersten Date. Narzissten scannen ihre potenziellen neuen Partner beim ersten Date von oben bis unten ab. Auch ich wurde einst gelesen, wie mir die Narzisstin am Ende gestand. Sie achten dabei auch auf kleinste Eigenschaften an ihrem Gegenüber. Wenn sich etwa beim Datinggespräch herausstellen sollte, dass man persönlich viel Wert auf Freiheit legt, so nach dem Motto, mein Partner soll sich in der Beziehung nicht eingeschränkt oder eingeengt fühlen durch mich. Ich bin nicht sauer, wenn er auch mal ohne mich etwas unternimmt. Wenn man also so etwas beim Dating äußert oder der Narzisst bei seinem Gegenüber diese Einstellung wittert, dann ist man der Jackpot-Partner für ihn. Oh, wow, denkt er. Das macht mir meine Betrügereien samt Fremdgehen einfach. Entweder sagt der Partner seiner freiheitlichen Einstellung wegen erst gar nichts, oder der Narzisst wird ihn eben im Falle eines Falles daran erinnern. Aber Schatz, was haben deine Vorwürfe jetzt mit deiner freiheitlichen Einstellung zu tun? Sagtest du nicht immer, du würdest mich niemals einengen wollen? Nicht nur, dass der Narzisst nun einen Freifahrtschein für seine Betrügereien hat, er sorgt auch noch für Verwirrung und Gewissensbisse bei seinem Partner, indem er ihn an dessen eigene Einstellung erinnert und sich auch noch darauf beruft. Und zusätzlich entschuldigt er sein Verhalten bequem vor sich selbst damit. Natürlich würde ein Narzisst das umgekehrt nicht durchgehen lassen. Er würde dann drastisch bestrafen. Aber er hat ja einen empathischen, verständnisvollen Partner gewählt, der laut eigener Aussage den Narzissten nicht einengen will und in seinen Gefühlen nicht verletzen kann. Sie machen aus Emotionen und Empathie eine Schwäche, die sie ausnutzen. Hieran erkennt man, wie einseitig und ausbeuterisch Narzissten mit anderen umgehen. Wenn dir das Thema gefällt, dann bitte ich dich mit einem Like oder Abo um Unterstützung dieses Kanals. Es kostet dich nur einen Klick. Meinen Teammitgliedern danke ich besonders für deren Support. Dankeschön. Wie einen Lottogewinn feiert ein Narzisst jemanden, der ach so tolerant ist. Er liebt Plappermäulchen im Gespräch und lässt sie gerne zumindest in der Dating-Phase stundenlang reden. Denn damit gibt die potenzielle neue Zufuhrquelle wichtige Informationen preis. Auch beim Spazierengehen, gerade in Alltagssituationen, sehen Narzissten es sehr gerne, wenn der neue Kandidat, Kandidatin sich tolerant zeigt. Warum? Weil der Narzisst dann weiß, dass auch er später in der Beziehung leichtes Spiel haben wird. Übermäßig tolerante Menschen, die keine Grenzen setzen, werden leider immer gerne ausgenutzt. Übrigens nicht nur von Narzissten. Die Ohren eines Narzissten sind gespitzt, wenn der oder die potenzielle neue Zufuhrquelle direkt oder indirekt von Verlustangst spricht. Diese Karte spielt er dann aus, wenn man ihm sein emotional missbräuchliches Verhalten später nicht durchgehen lässt. Er wird dann mit Beendigung der Beziehung drohen, auch wenn er es gar nicht vorhat, aber und zielt damit direkt nämlich auf die Verlustangst des Partners ab. Und darum immer wieder, man sollte gerade in der Anfangsphase einer Beziehung nicht zu viel über sich preisgeben. Schon gar nicht über Befindlichkeiten und Ängste. Ein Narzisst wird das ausnutzen, wie folgendes Beispiel aus meinem Coaching beweist.
Eine Coaching-Kundin teilte mir mit, dass sie seit ihrer Kindheit unter Verlustangst leidet. Sie wurde von ihrem Vater als Kind mehrfach einfach so in einer Großstadt alleine gelassen. Der Vater ergötzte sich dann einige Ecken weiter daran, wie sehr sein Kind ängstlich, weil alleine gelassen, litt. Es ist ja klar. Stell dir vor, du bist ein kleiner Stöpsel, stehst an der Kreuzung, tausende Leute laufen da an der Ampel hin und her und auf einmal guckst du hoch, da ist niemand mehr da. Was das in einem auslöst, kann man sich vorstellen. Jedenfalls, der Frau ist es so passiert, sie wurde öfters einfach stehen gelassen, alleine gelassen. Und später ließen sich ihre Eltern auch noch scheiden und es war nicht klar, was mit ihr geschieht. Sie war also hin und her gerissen. Sie litt massiv bereits als Kind unter Verlustangst. Ja, und man ahnt es vielleicht, all das erzählte sie später ihrem, ja, dummerweise narzisstischen Beziehungspartner. Während eines gemeinsamen Urlaubs dann irgendwann befanden sie sich in der Shoppingzone einer Großstadt. Sie teilte ihrem damaligen Partner mit, sie wolle nur schnell ein paar Fotos machen und er solle einfach mal stehen bleiben, während sie fotografierte. Während sie das tat, tauchte dieser Mensch aber in der Menschenmenge unter. Und nun stand sie wieder alleine da, alleine wie damals als Kind. Sie nahm ihr Handy und versuchte ihren damaligen Partner anzurufen, doch er ging nicht dran. Sie wusste weder, wo das Auto geparkt war, noch konnte sie sich an den Namen des Hotels erinnern. Und sofort kamen in ihr die Szenen aus ihrer Kindheit hoch, als ihr Vater sie in der Menge schon alleine gelassen hatte. Angstvoll klapperte sie nach ihrem Partner suchend sämtliche Shops in der Umgebung ab. Ja klar, bis sie ihn irgendwo wiederfand. Und darauf angesprochen, sagte er nur grinsend: "Ich wollte einfach mal sehen, wie du dich so verhältst, wenn man dich alleine lässt." Dieser Mensch hat also genau darauf abgezogen, was diese Frau ihm erzählt hatte, was ihr widerfuhr mit ihrem Vater. Narzissten sammeln Daten, Eigenschaften, typische Verhaltensweisen, Charakteristika, Mimik, Gestik und nehmen rein alles auf, was sie später gegen den Partner verwenden können. Ja, richtig gehört. Und das gegen den Partner verwenden umfasst nicht nur das emotional missbräuchliche Verhalten während der Beziehung, sondern auch den Inhalt und Umfang der Schmierenkampagne am Ende und nach der Beziehung. Munition für sie. Man kann wirklich sagen, dass sie alles ausbeuten, was sie an Material über ihren Partner sammeln können. Und da es ihnen ja bekanntermaßen an Empathie mangelt, also der Fähigkeit, sich in die Gefühlswelt anderer hineinzuversetzen, ziehen sie ihr ausbeuterisches Verhalten auch ohne Skrupel durch, sollte es ihnen in irgendeiner Hinsicht dienlich sein. Was wollte ich sagen? Ja, Partner sind Objekte für Narzissten oder Trophäen. Und wie ein professioneller Sammler verfügt der Narzisst von jeder seiner Trophäen über zahlreiche Informationen. Kennt man vielleicht, wenn man irgendwas gesammelt hat, dann habe ich das Teil und dazu gibt es dann vielleicht eine Anlage oder einen Ordner, da steht dann drin, ja, keine Ahnung, Objekt 1, das habe ich damals da und da gekauft, es bedeutet das und das und so weiter. Also, Objekt, Beschreibung, Nutzen, wo gefunden, wie, was bezahlt. Und genau das sammelt ein Narzisst. Und mir wurde auch gesagt, dass sie in ihrem Handy Backup-Listen, also wo dann die Ex-Partner drinstehen, gerne auch dazu schreiben, hat ein schönes Haus, hat einen Sportwagen, hat viel Geld.
Na, damit man sich ja später wieder erinnern und das zuordnen kann. Ähnlich wie beim Objekt. Die Information wird zugeordnet. Dass Sie Ihre Partner als austauschbare Objekte betrachten, erklärt ja auch, warum Sie ohne Gewissensbisse von heute auf morgen, ja oft ohne ein Wort Erklärung, verschwinden und sich mit der demnächst vergnügen können. Da ist nie eine richtige Bindung gewesen, auch nach mehrjähriger Partnerschaft. Sie tauschen Ihre Partner aus, ja, wie ein iPhone 13 gegen ein iPhone 14. Das Neue hat mehr Funktionen, ja, nämlich das. Ah, das neue Modell ist da. Weg mit dem Alten. Wir alle haben unsere Stärken und Schwächen. Nur der Narzisst in seiner Überheblichkeit und seinem gespielten Selbstbewusstsein glaubt, unbesiegbar zu sein. Dass er aber andere mehr braucht als diese ihn, wer braucht einen Narzisst, blendet er aus. Es ist aber so, denn er kann seinen Selbstwert nicht alleine regulieren. Er benötigt narzisstische Zufuhr, wie andere die Luft zum Atmen. Er ist wie ein Junkie, der ständig einen neuen Kick Anerkennung und Bewunderung braucht. Seinen narzisstischen Stoff lässt er sich am liebsten von immer anderen neuen Emotionsdealern, seine Zufuhrquelle genannt, liefern. Weil er ja glaubt, das Gras sei auf der anderen Seite grüner als auf der eigenen. Gras jetzt hier übrigens im übertragenen Sinne gemeint. Wichtig ist am Ende, dass man bei sich selbst bleibt. Egal welche Show jemand abzieht. Erinnere dich bitte an dunklen Tagen mit diesen toxischen Menschen, gerade an deine einzigen Stärken und Erfolge. Dazu hast du sie nicht gebraucht, das konntest du auch ohne sie und das wirst du auch wieder können. Erinnere dich an deine freudige, aufgeschlossene Wesensart, die dir vor der Beziehung mit dem Narzissten eigen war. Lass dir dessen Lehre nicht überstülpen. Finde zu deiner alten Stärke zurück oder besser, bleib von Anfang an dabei. Du wurdest von einem Menschen mit Maske, einem narzisstischen Clown, massiv getäuscht. Wie ein Betrüger hat er dir etwas verkauft, das er nie besaß, nämlich Liebe und Mitgefühl. Schlimmer noch, er spielt und missbraucht andere mit deren Gefühlen. Er nutzt Emotionen und Empathie dazu, andere zu manipulieren und sich selbst damit zu erhöhen, indem er andere erniedrigt. Dieser an sich traurige Narzissten-Clown kann seinen Zirkus nie verlassen. Doch du kannst und solltest diese Shitshow noch vor deren Ende verlassen. Denn egal wie viel Applaus du dem Clown gibst, dieser Clown wird nie damit zufrieden sein und seine Vorführung, das kann ich dir versprechen, hat nie ein Happy End. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über dein Like und Abo freuen. Alles Gute auf deiner Reise durchs Leben.